Jungs, Mädels, da ist es total abgefahren hier. Wieder an irgendeinem Lost Place hier angekommen. Geil. Vom Schloss Peterhof fahren wir auf die Insel Kotlin. Wir gucken uns jetzt die Anlage so ein bisschen an. Hier haben wir so eine Karte von der ganzen Anlage. Da sind wir. Das heißt, wir haben hier so Mauern. Okay, das ist vernagelt. Aber das ist hier versperrt. Was da wohl draufgeschraubt war? Da ist eine Treppe. Hier kannst du aber viele Frösche retten. Es geht sehr tief rein. Wenn da was reinfällt. Hier. Warum macht man so eine Scheiße nicht gleich zu? Tja, weil es irgendwelche Bürokraten, Apparatschiks, Soldaten, Militärs sind. Und die sind ja fürs Töten und nicht fürs Leben retten zuständig. So sieht's hier oben aus. Jetzt wird gleich der blaue Wahnsinn umzingelt. Okay, mal schauen, ob ich hier auf der anderen Seite runterkomme. Gut. Kein Problem. Und hier hat es geknackst. Da geht es ziemlich tief rein. Und da, was ist toll. Schon krass, was die hier alles gebaut haben. Auf dieser Mini-Insel. Ach, guck mal, wie romantisch. Unter diesem wunderbaren Ahornbäumchen war da bestimmt eine Wumme dran geschraubt, also die Basisplatte. Und dann drehte sie sich nach dahin und dann. Wir wollen jetzt runter an den Strand. Die Mädchen wollen wir jetzt wieder runter an den Strand. Die Mädchen wollen an den Strand. Ja, ich will Krieg spielen. Ja, wie du Krieg spielst. Nee, eigentlich nicht. Auf Krieg kann ich echt verzichten. Jetzt hier so ein bisschen Offroad. Und hier unten haben wir die Ostsee, ein Schutzhäuschen und eine Erklärtafel. Wobei, sieht aus, als ob es die gleiche wäre wie vorhin schon. Hier vollkommen illegal sind wir mit dem Hund unterwegs. Gleißender Sonnenschein an der Ostsee. Ich muss das Tier wieder riechen, ganz wichtig. Das Tier in der Ostsee. Das ist auch eine ziemliche Brühe hier. Da waren wohl die Grünen unterwegs. Ich gehe da mal rein mit meinen Füßen. Guckt euch das an. Märchen! Oh, voll in die Suppe. Ja, jetzt kannst du auch Photosynthese, ne? Das mag sie wohl besonders gerne. Photosynthese. Nochmal, brich zusammen. Ja. Schüttel deinen Speck. Und ich tue hier Kneipen und Photosynthese zugleich.
Also baden ist da auch nicht. Nee, da kommst du schmutziger wieder raus. Wir machen jetzt Selfies und hoffen, dass das nicht kippt. Oh, machen wir Selfies vor dem Hintergrund. Guck mal, das da anguckt, ne? Wir haben einen grünen Rand. Wo denn? Da. Und da auch. Du bist so eine grüne Randgruppe, oder? Mhm. Das haftet an einem, das Zeug. Ja. Wir sind hier. Also müsste der Weg jetzt eine Kurve machen und dann hier rüber gehen. Bis zur anderen Seite vom Meer. Hier gibt es auch diese Vögel. Das sieht ja lustig aus. Mhm. Was ist das? Weiß ich nicht. Ich kenne mich mit Vögeln nicht aus. Aber der Max weiß das bestimmt. Jetzt dringen wir auf so einem Holzsteg in den Wald hinein. Okay, die Frage ist jetzt, geradeaus, rechts oder links? Geradeaus. Da siehst du den Tunnel, der zum Parkplatz geht. Richtig. Und wir gehen aber geradeaus. Ja, Schafin, hier führt auch der Holzsteg weiter. Das ist ja richtig cool gemacht hier. Hier haben wir die Amsel, keine Ahnung, wahrscheinlich Zipzalt, Rotkehlchen, ein Specht, Singdrossel, Fuchs, Spitzmaus, Eichhörnchen, Hermelin oder irgendein anderer Marder. Das wird wahrscheinlich die Waldeidechse sein, wahrscheinlich ein Grasfrosch, schwer zu sagen. Aber das ist interessant. Hier, dieser Salamander, Molch, was auch immer. Da habe ich keinen blassen Schimmer, was das für einer sein könnte. Das sieht aber ein bisschen massiver aus. Mara hat hier ganz wichtige Spuren, ganz wichtige Spuren. Jetzt sind wir an dem zweiten Weg, also hier, der jetzt so hoch geht. Und wir müssen hier weiter und können dann wahrscheinlich hier zum Parkplatz zurück. Und hier haben welche Soldaten gespielt. Ja. Dann gehen wir weiter. Dann gehen wir weiter. Wir nähern uns jetzt der anderen Seite. Aha, jetzt geht's hier um Fische. Und Robben. Und Robben. Boah, das wäre ja cool, wenn es hier noch Robben gäbe, die ich filmen könnte. Und so sieht das hier aus. Unsere Hoffnung war, dass es hier weniger grün ist als da drüben auf der anderen Seite, die, wo wir vorher waren. Aber hier haben wir hier den ganzen Algenmock, der sich abgesetzt hat und so vor sich hinfault, und das stinkt ganz schön morsch. Also es ist genau das Gegenteil eingetreten von dem, was wir uns gehofft haben. Alte Zeug hier. Da. Und das frische, relativ noch vollgesogene und noch frischere. Bah. Das stinkt aber scheiße. Also hier ist wiederum weniger von dem Grünzeug. Das hat so ein bisschen Eck da angeschlagen. Ja. Hochleben die Strömungen, ne? Ich gehe meine Füße hier abkühlen. Oh ja, oh ja. Fühle. Hier ist noch ein bisschen von dem Algenzeug. Hier ist es schon besser. Ja, auf jeden Fall. Da ist auch ein Naturfotograf am Fotografieren. Vorhin war auch ein Mädel mit einer langen Tüte unterwegs. Das heißt, hier gibt es anscheinend was zu sehen. Wenn man gleich zwei naturfotografisch Interessierte hier in der Gegend hat, so auf einen Haufen quasi. Auf der anderen Seite gibt es noch den Vogelaussichtsturm. So ein richtig Riesending. Mhm. Kann man sich ja später noch anschauen. Ist die Frage, ob wir zu dieser Jahreszeit überhaupt irgendwelche Vögel sehen werden, so richtig. Das ist bestimmt dann richtig relevant, wenn die Vögel quasi auf dem Weg sind, aus dem Norden nach Süden oder wieder zurück. Also Migration machen. Aha. Ja. Mara hat einen kleinen Kumpel gefunden. Ja. Das gefällt dir, gell? Na? Ja, du bist ein Mutiger, ha? Ja, du Kleiner. Du bist ein Zabatschka. Mutiger. Meine Damen und Herren, jetzt legt sich der Naturfotograf auch hin. Und er will diese kleinen Wasservögel da fotografieren. Und Mara trailt ihn jetzt erstmal und beißt ihn in die Wurst. Später legen wir uns dort auch auf die Lauer. Eine Bachstelze sucht auf dem angeschwemmten Algenteppich nach Insekten. Manchmal komme ich einfach kaum hinterher.
Wir wechseln den Standort. Wir hoffen, dass wir hinter dem Schilf besser versteckt sind und die Vögel näher rankommen. Zwei Wattvögel sind aufgetaucht. Bevor die Insektensuche losgeht, muss noch das Gefieder geputzt werden. Der erste geht schon mal vor. Während die Vögel sich mit dem Algenteppich begnügen, genießen die Menschen die spätsommerliche Sonne. Wir haben erneut den Standort gewechselt. Hier ist einfach mehr los. Noch weitere Wattvögel sind erschienen. Jetzt ist hier ein ganzer Haufen. Im Hintergrund planscht ein kleines Mädchen. Doch das stört die Vögel nicht. Ein Strandläufer erhebt Ansprüche für die Alleinnutzung. Das tieffliegende Flugzeug stört die Vögel nicht im geringsten. Die chillige Strandidylle ist für uns dahin. Wenn ihr genau hinseht, erkennt ihr, dass der Algenteppich auf dem Wasser treibt. Der Strandläufer ist aber leicht genug, um sicher darauf laufen zu können. Wieder das nervige Flugzeug. Bald werden wir erfahren, warum es hier ständig rumfliegt. Bis dahin genießen wir, die verschiedenen Wattvögel bei der Nahrungssuche zu beobachten. Das ist ja im Großen und Ganzen ein richtig cooler Naturlehrpfad. Finde ich geil. Der Mülleimer hier ist etwas für Basketballspieler. Das ist ungefähr, naja, 1,5 Meter bis 2 Meter Entfernung mit kleinen Tück. Und die Pflanzen da, die machen die Defense. Okay, was darf man hier, was darf man hier nicht? Also da gibt es anscheinend Grillstellen, die sind ausgewiesen. Aber lustig ist, hier darf man kein Kicker spielen. Was? Kicker spielen? Das kann doch nicht sein. Guck mal, da kann man noch eine Tour nehmen. Mhm. Mit so einem kleinen Caddy oder was auch immer das ist. Da gehen anscheinend auch noch irgendwelche Leute an Bord. Und jetzt bin ich hier in einem Tunnel. Und jetzt sind wir auf dem Parkplatz. Wo genau auch immer. Ja, leck. Ist ja ganz schön voll. Wir sind am blauen Wahnsinn wieder dran. So, hinein, Ladies. Darf ich bitten, Schwester Mara? Jetzt müssen wir alle Luken aufmachen, ist ganz schön aufgewärmt. Am späten Nachmittag wollen wir uns das Fort Rief im Westen der Insel anschauen. Es sieht sehr idyllisch aus bei so herrlichem Wetter.
Also wir sind hier jetzt fast an der äußersten Spitze dieser Insel, also der Halbinsel der Insel, an dem Fort. Und dann gehen wir jetzt rein. Hier, da müssen wir 150 Rubel, glaube ich, bezahlen. Hier steht aber kein Hund, aber da steht was anderes. Dann schauen wir mal. Guck mal. Ja, Buchanka. Das Teil wird noch in 20 Jahren fahren, während die ganzen Elektroautos schon längst verschrottet sind. Das Fort wurde zwischen 1892 und 1912 erbaut. Die ersten Erwähnungen gab es schon im frühen 18. Jahrhundert im Zusammenhang mit dem Versuch der Schweden, auf der Insel zu landen, um dann St. Petersburg zu überfallen. Flugzeug. Das Fort Rief ist seit Ende des 19. Jahrhunderts ein Testgelände für neue Materialien für Festungen. Heutzutage gibt es hier Ausstellungskomplexe, die sich mit der Geschichte des Forts beschäftigen. Unser Military Dog. Der Besuchertransporter ist wieder da. Der alte Militärbus fährt immer noch. Gebaut für die Ewigkeit. Hier kann man in so eine Bunkeranlage gucken. Sogar extra beleuchtet. Da war doch was Größeres angebracht. Das Ding ist bestimmt 1,50 Meter im Durchmesser. Da ist auch erklärt, was das war. Ich kann es zwar nicht lesen, aber es war auf jeden Fall eine fette Wumme. Und hier ist auch noch so ein Rondell für solche Waffen, ist aber von der Vegetation weitestgehend überwuchert. Da sieht man noch ein bisschen was von den Schrauben. Eine kleine Insel mit einem Leuchtturm. Das ist wohl der schönste Sonnenuntergang auf unserer gesamten Tour durch Nordeuropa. Und wieder das bekannte Geräusch des Flugzeugs. Doch hier macht es irgendwie Sinn. Wir sehen die Geschütze, wir sehen und hören das Flugzeug. So können wir uns etwas besser in eine Gefechtssituation hineinversetzen. Die Geschütze knallen, Flugalarm, Bomben, Schreie. Mit Romantik hat Krieg nichts zu tun. Frieden ist besser. Das finden sicher auch die Vögel. Wir erkunden das Fort weiter. Da kann man auch rein. Man sieht hier zwar nichts, ist aber auch gesperrt. Ja, ja. Ja, aus. So ein Flugabwehrteil. Wie viele Bombenexplosionen dieser Bunker wohl schon überstehen musste? Okay, ich versuche mal in diesen Bunker reinzuleuchten mit der Stirnlampe. Und wir gucken rein. Wenn ihr mich fragt, ich will nicht in so einem Bunker hocken und mit einem Gewehr da rausballern müssen. Wäre mir zu laut.
sollen doch die Kriegstreiber da rein und sich ihre Milliarden selber an der Front verdienen. Wir hatten da hinten so einen richtig schönen Strand. Wenn es hier nicht gewummt hat überall, Krieg, 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 dann waren sie wahrscheinlich viel mehr. Wie viele selbsternannte Imperien hat die Sonne schon fallen sehen? Wird die Menschheit je wirklich lernen? Okay, hier an diesem Bunker ist was offen, darf man rein? Da ist irgendwas. Ach du Scheiße. Ist so Munition ausgestellt? Da ist so ein Schacht. Ich habe keinen blassen Schimmer, was das ist. Ich will da nicht draufstellen. Du musst nicht, aber das ist 2 cm dick. Das Ding ist hier. Naja, 2 cm nicht, aber so daumendick. Keine Ahnung, was das ist. Du müsstest du jetzt ein Stück Russisch können. Märchen. Merkwürdige Sachen gibt es hier, ne? Mhm. Ja. Dabei war die gerade nur ein Räuschen drauf. Raus hier. Ein Stativ einsammeln. Hier ist noch so ein Museum und das ist extra zu bezahlen. Aber diese Gefährte, guck mal, das ist eine. Das ist. Weißt du, was das ist? Das erinnert mich. Ich weiß es noch. Leck mich an der Füße. In Polen, da wo ich ein kleiner Stöpke war, gab es eine Sendung, eine Serie, die hieß Cztery Pancerne i Pies. Also die 4 Panzerfahrer und ein Hund. Das war so ein Schäferhund, deutscher Schäferhund. Aber das waren polnische Leute. Und das ist so eine Feldküche. Das ist geil. Da kam Feuer rein, das waren die Kessel. Und da waren die ganzen Töpfe, voll witzig. Da geht's rein. Oh! Panie Pilocie, dziur auf Samolocie! Was bedeutet? Herr Pilot, da gibt's ein Loch im Flugzeug. Hier haben wir noch so ein Lost Place Gefährt vom Feinsten. Ah. Ob dieser Mini-Leuchtturm echt ist? Okay, jetzt haben wir genug von dem Kriegszeugs gesehen und gehen jetzt zum blauen Wahnsinn zurück. Da kommt der Besucher-Militärbus wieder. Ist wohl die letzte Fahrt für diesen Tag. Es dämmert schon und wir sind im blauen Wahnsinn angekommen. Здравствуйте, Германия! Ja, wir sind jetzt hier schon weit in Westrussland. Und wenn ihr wissen wollt, wie wir hier hingekommen sind, dann schaut die nächste Folge. Und jetzt gehen wir da nochmal rein, oder? Ja, jetzt gehen wir da nochmal rein. Nein, nichts vergnügen.
Ladies first. Also es ist wirklich knackig. Also bis zum nächsten Mal. Dos vidania. Ende.